Die Stars des EHC Red Bull München sind schon auf Betriebstemperatur. Viermal haben die Münchner in der Champions Hockey League gespielt und alle Spiele gewonnen. In ihrer Gruppe sind sie Tabellenführer und haben schon die Qualifikation für die nächste Runde in Europas Königsklasse erreicht. Waren letztendlich dann ja zum richtigen Zeitpunkt einfach auch ja, perfekt vorbereitet. Ich denke trotzdem, dass es früh in der Saison ist und dass auf allen Bereichen immer noch sehr viel Entwicklungspotenzial ist. Aber ich denke, das gilt für alle Mannschaften. Und deswegen fühlen wir uns in der Kabine natürlich gerade super. Ich denke, auf dem Niveau einfach 4 Siege zu holen und frühzeitig schon wieder den Schritt in die nächste Runde gemacht zu haben, ist vom Selbstvertrauen her, glaube ich, die beste Vorbereitung, die wir haben können. Den Schwung aus der Champions League wollen sie beim EHC Red Bull München jetzt gleich mit in die deutsche Eishockeyliga nehmen. Am Donnerstag startet die neue Spielzeit in der DEL, zu der die Roten Bullen seit 2010 gehören. Wir freuen uns alle auf die 13. Saison. Und ich hoffe, dass wir nicht zu viel Glück brauchen, sondern dass unser Können reicht und am Ende da zu stehen, wo wir hingehören. Das Team wurde nur geringfügig verändert. Ganze 3 kompletten Neuzugänge gibt es im 28 Spieler starken Kader. Wurde direkt super von den Fans aufgenommen, aber allgemein auch von der Mannschaft super aufgenommen, weil es mir richtig leicht gemacht hat, mich direkt einzufügen und mich wohlzufühlen. Ihr erstes Heimspiel in der DEL bestreiten die Münchner am Sonntag gegen die Adler Mannheim. Der Saisonstart ist auswärts bei den Kölner Haien. Da ist Riesen-Euphorie jedes Jahr da, speziell am Anfang der Saison. Müssen wir natürlich bereit sein, dass wir da direkt mal den ersten Nadelstich setzen und vielleicht die Euphorie direkt schon mal im Keim ersticken. Aber letztendlich ist es kein einfaches Auswärtsspiel, wenn du in Köln das erste Spiel bestreiten musst. 2 bis 3 Spiele die Woche sind im September und Oktober keine Seltenheit für die EHC Cracks. Und mit DEL und Champions League sind sie in 2 Wettbewerben gefordert, was sie so lange wie möglich auch beibehalten wollen. Dass sie heiß darauf sind, haben sie die bisherigen Spiele schon gezeigt.